Hier spricht Ustra und ihr seid bei einer anderen Art von Let's Play dabei. Wir spielen heute Kawata Shoujo, ein, naja, Dating-Sim und auch gleichzeitig Virtual-Novel-Game. Und ich habe da selber gar keine Ahnung von, trotzdem schauen wir jetzt mal rein. Mir wurde das empfohlen von einer Anime-fixierten, versierten Person und deswegen soll ich das mal machen. Also machen wir das mal. Mal schauen, was es hier zu entdecken gibt. Eine leichte Brise bringt die kalten Äste, bringt die kahlen Äste über mir wie ein hölzernes Windspiel zum Klingen. Im Sommer ist hier ein beliebter Treffpunkt für Pärchen. Unter dem wunderschönen Laubdach des Baumes ist man vor den Blicken der Lehrer und der anderen Schüler sicher. Jetzt aber im Spätwinter fühle ich mich eher, als ob sich unzählige Reisigbündel über mir auftürmen. Ich hauche in meine gefalteten Hände und reibe sie fest aneinander, um zu verhindern, dass sie in der Kälte taub werden. Das bin ich, oder was? Wie lange soll ich hier draußen eigentlich noch warten? Ich bin mir sicher, dass auf dem Zettel 16 Uhr stand. Ach richtig, der Zettel. Jemand hat ihn, als ich gerade nicht aufgepasst habe, zwischen die Seiten meines Mathebuchs geschoben. Oho. Was Klischees angeht, bin ich eigentlich eher ein Fan des klassischen Briefes im Schließfach. Aber in so einem Zettel steckt etwas mehr Initiative. Während ich mir über die Bedeutung des Zettels Gedanken mache, wird der Schneefall allmählich dichter. Die lautlos vom Himmel segelnden Schneeflocken sind die einzigen Zeichen der verrinnenden Zeit in dieser stillstehenden Welt. Doch ihr langsamer Fall auf den verschneiten Wald hinab lässt in mir das Gefühl aufkommen, dass die Zeit kaum noch vergeht. Das Knirschen von gefrorenem Schnee bricht in die Stille ein und schreckt mich aus meinen Gedanken auf. Jemand näherte sich mir von hinten. »Hi, Misao! Du bist gekommen?« Eine zögernde, kaum hörbare Frage. Aber ich weiß sofort, wem diese zarte Stimme gehört. Ich fühle, wie mein Herz einen Schlag aussetzt. Eine Stimme, der ich hunderte von Malen zugehört habe, auch wenn ich nur gelauscht, nie selber mit ihr geredet habe. Ich drehe mich zu der Stimme um, der Stimme meiner Träume, und mein Herz beginnt zu rasen. Ah ja, das bin ich. Sehr gut. Okay. Ivanko, der Totenkönig aus One Piece. Was? Ich habe einen Zettel bekommen, auf dem stand, dass ich hier warten soll. War der von dir? Ivanko, Entschuldigung. Verdammt, da habe ich den ganzen Nachmittag darüber nachgedacht, was ich sagen soll, und das kommt dabei raus. Erbärmlich. Ja, ich habe eine Freundin gebeten, dir den Zettel zu geben. Ich bin so froh, dass du ihn bekommen hast. Sie lächelte schüchtern, aber froh. Ich bin gespannt. Selbst wenn ich wollte, ich könnte keinen einzigen Muskel in meinem Körper bewegen. Nervosität nimmt ihren Lauf und der Schnee... Oh. Was war das? Mein Herz pocht schnell, so schnell, als ob es mir aus der Brust springen wollte. Ganz ruhig, Brauner, ganz ruhig. Ihr wollt nur reden. Also, hier stehen wir jetzt. Ziemlich kalt hier. Wieder weht der Wind durch die Zweige. Dissonantes Rauschen ist Musik in meinen Ohren. Ein Windstoß lässt Ivanko sachte, ganz sachte, erschaudern. Als der Wind wieder aufwacht, richtet sie sich auf, als ob er ihr neue Zuversicherung verliehen hat. Verdammt, was ist denn hier los? Ist nur Lesen heute. Ihre Augen lassen meine nicht mehr los. Nachlässig zwiebelt sie ihr langes, schwarzes Haar um ihren Finger. Oh, währenddessen wird das Schlagen meines Herzens immer lauter und lauter. Alter, sie zwiebelt schon ziemlich extrem. Da solltest du mal was anderes sagen. Meine Kehle ist wie zugeschnürt. Ich kann kein Wort mehr herausbringen. Weißt du... Oh, ich wollte wissen... Ich glaube, das ist mein Herz, oder? Ob du mit mir ausgehen würdest? Ich stehe nur da, regungslos, bis auf mein pochendes Herz. Ich will etwas sagen, aber meine Stimmbänder fühlen sich an, als ob sie kurz davor sind zu bersten. Hisao?
Ich will mir an den Hals fassen, will ihn massieren, aber ein stechender Schmerz jagt durch meine Arme. Hisao! Mein ganzer Körper erstarrt, nur meine Augen reiße ich in meiner Panik weit auf. Oh, ich muss sterben, oder? Hisao! Plötzlich versiegt das Trommeln in meiner Brust und meine Knie geben nach. Oh shit, die Welt um mich herum, die Baumkrone aus kahlen Ästen, der trübe Winterhimmel, Iwanako, die mir entgegenrennt, all dies verschwindet im Nichts. Iwanako schreit nach Hilfe, die Äste über mir rauschen unablässig. Es sind die letzten Dinge, an die ich mich erinnere, bevor ich selbst in diesem Nichts versinke. Okay, das war's. Herzinfarkt durch Dating? Ah, oh, ich lebe noch, ein Glück. Oh mein Gott, ich dachte, das ist vorbei. Fourleaf Studio presents. Kawata Shoujo. Da bin ich auch froh, dass ich doch nicht abgekackt bin, aber ich sollte nicht mehr daten. Für ein Dating-Sim-Game ist das natürlich eine Riesenschwäche, wenn mir mein Herz leicht versagt. Und ich bei jeder Begegnung gleich umkippe. Das ist nicht gut. Ja, wie gesagt, mir wurde das halt zugetragen, dass ich dieses Game mal testen soll. Das ist ganz cool, das ist halt sehr Anime-basiert, das ist aber nicht so schlimm, denke ich. Damit komme ich zwar klar, Dating ist jetzt auch nicht so meine Stärke, aber zusammen werden wir hoffentlich rausfinden, wie ich denn die Frau meiner Träume rumkriege und mal schauen, wie das Ganze vonstatten geht. Mal gucken, wie lange ich jetzt im Krankenhaus war. Aber ich meine, das ist doch eigentlich eine schöne Sache für die Frau, wenn ich jetzt gleich in die Knie gehe und vor lauter Hyperventilation einfach aus den Latschen kippe. Mein Herzanfall ist jetzt 4 Monate her. For fuck's sake, ich hoffe, du warst nicht 4 Monate im Krankenhaus. Alter, doch? Was? Die paar Gelegenheiten, zu denen ich dieses Zimmer ohne Aufsicht verlassen durfte, kann ich an einer Hand abzählen. 4 Monate sind eine ziemlich lange Zeit, wenn du mit deinen Gedanken allein bist. Ich hatte viel Zeit, um mich mit meiner Situation abzufinden. Arrhythmie. Entschuldigung. Ein seltsames Wort, finde ich nämlich auch. Ein ungewöhnliches, fremdes Wort. Eins, mit dem man nicht im selben Raum sein möchte. Ein seltener Befund. Das Herz schlägt unregelmäßig, manchmal viel zu schnell. Es kann tödlich sein. Offenbar leide ich schon seit langer Zeit daran. Sie sagten, es sei ein Wunder, dass bislang nichts geschehen ist. Ist das wirklich ein Wunder? Ich glaube, damit wollen sie mich aufhalten. Ich sollte mein Leben schätzen lernen. Es hat nicht geholfen. Ich denke, meine Eltern wurden von der Nachricht härter getroffen als ich. Beinahe hätten die beiden selber Anfälle bekommen. Damals hatte ich schon einen ganzen Tag Zeit gehabt, um das alles zu verarbeiten. Sie aber traf es unmittelbar. Sie überlegten sich sogar, das Haus zu verkaufen, um für ein Heilmittel aufkommen zu können. Aber natürlich gibt es kein Heilmittel. Weil dieser Befund erst so spät gemacht worden ist, musste ich im Krankenhaus bleiben, um mich von den Behandlungen zu erholen. Als ich gerade erst ins Krankenhaus eingeliefert worden bin, sah es noch ganz danach aus, als ob man mich vermissen würde. Eine Woche lang war mein Krankenzimmer voller Blumen, Luftballons und Genesungskarten. Doch es dauerte nicht lang, bis die Besucher selten... seltener kamen, der Strom an Geschenken wurde zu einem Rinnsal, bis er irgendwann versiegte. Ich fand heraus, dass die Geschenke Teil eines Klassenprojektes gewesen waren, nur deswegen bekam ich so viele Karten und Blumen. Einige waren vielleicht auch wirklich besorgt um mich, aber nicht sehr viele, glaube ich. Selbst am Anfang hatte ich nur wenige Besucher, die zum Ende des ersten Monats kamen nur noch meine Eltern regelmäßig vorbei. Zum Ende. Iwanako war diejenige, die noch am längsten durchhielt. Nach 6 Wochen sah ich sie nicht mehr. Wir hatten sowieso nur wenig, worüber wir reden konnten, wenn sie mich besuchte. Über das, was an diesem verschneiten Tag gesagt worden ist,
sprachen wir nie. Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Ich meine, dann wollte sie daten und jetzt hast du eine Herzkrankheit. Oh, nee, eine Herzkrankheit, da date ich dich nicht. Das Krankenhaus? Nicht gerade ein Ort, an dem ich gerne leben würde. Die Ärzte und Pfleger sind so unverbindlich und distanziert. Wird sicher daran liegen, dass tausende andere Patienten auf sie warten und sie sich deshalb ständig abhetzen müssen. Trotzdem fühle ich mich nicht wohl. Im ersten Monat bat ich den Chefkardiologen jedes Mal, wenn ich ihn sah, um eine Schätzung, wann ich das Krankenhaus wieder verlassen dürfte. Er gab mir nie eine klare Antwort und meinte nur, ich solle abwarten, ob die Operation gelingen und die Behandlungen anschlagen würden. Zur Untätigkeit verdammt beobachtete ich die Operationsnarbe auf meiner Brust, verfolgte, wie sie sich im Laufe der Zeit veränderte. Ich hielt das für eine Art Omen. Noch immer frage ich den Chefkardiologen nach meinem Entlassungstermin, aber ich bin nicht mehr enttäuscht, wenn er mir nicht antwortet. Meine Hoffnung ist schon fast dahin. Alter, das ist ein Krankenhaus. Irgendwann musst du wieder nach Hause, oder nicht? Doch die Art, in der er sich nicht auf eine klare Antwort festlegen will, sagt mir auch, dass irgendwo vielleicht doch noch ein kleiner Rest Hoffnung für mich ist. Irgendwann hörte ich auf, fernzusehen. Ich weiß nicht warum, ich tat es einfach. Diese Art, mich von der Realität abzulenken, passte vielleicht nicht zu meiner Situation. Stattdessen begann ich zu lesen. Es gab eine kleine Bücherei im Krankenhaus, daher ein Abstellraum für Bücher. Ich begann mich stapelweise durch ihren Fundus zu arbeiten. Wenn ich das eine Buch verschlungen hatte, holte ich mir das nächste. Ich fand heraus, dass ich lesen mochte. Ich wurde sogar ein wenig süchtig danach. Ohne ein Buch in meinen Händen begann ich, mich nackt zu fühlen, seltsam. Doch ich liebte die Geschichten. So sah mein Leben aus. Es wurde immer schwerer, die Tage auseinanderzuhalten, weil sie sich nur durch das Buch in meiner Hand und das Wetter vor meinem Fenster unterschieden. Zeit fühlte sich wie eine klebrige Masse, die mich verschlang. Eine Woche konnte vorübergehen, ohne dass ich es wirklich bemerkte. Manchmal hielt ich inne, fast wenn ich feststellte, dass ich nicht wusste, welcher Wochentag war. Manchmal wiederum brauchten all die Dinge, die mich umgaben, in meinem Bewusstsein. Manchmal wiederum brachen all die Dinge, die mich umgaben, in meinem Bewusstsein ein. Entschuldigung. Sie brachen durch diese Mauer aus Gelassenheit, die ich um mich herum errichtet hatte. Dann wurden die Seiten meines Buches brennend heiß und scharfkantig und die Schwere in meiner Brust wurde so unerträglich, dass ich das Buch beiseite legen musste. Dann lag ich einfach da und starrte die Decke an, als ob ich gleich weinen würde. Doch das passierte nicht oft. Und ich konnte nicht ein einziges Mal weinen. Okay. Heute kommt der Arzt mit einem Lächeln in mein Zimmer. Er scheint recht gut gelaunt zu sein, als ob er versucht, sich an meiner Stelle zu freuen. Meine Eltern sind hier. Es ist ein paar Tage her, dass ich sie zuletzt gesehen hatte. Sie sind beide fein herausgeputzt. Hat das irgendeinen Anlass? Party ist hier nicht gerade oft angesagt. Es gibt da dieses Ritual des Chefkardiologen. Er nimmt sich viel Zeit, ordnet seine Papiere und legt sie dann beiseite, als ob das alles irgendeinen Sinn hätte. Dann setzte er sich lässig auf den Rand des Nachbarbettes. Er schaute mir kurz in die Augen. Hallo Hisao, wie geht's dir heute? Ich gebe ihm keine Antwort, sondern lächle nur ein wenig. Ich denke, du kannst nach Hause gehen, dein Herz ist stärker geworden. Mit ein paar Vorsichtsmaßnahmen müsste das vertretbar sein. Wir haben deine Verschreibungen schon vorbereitet. Dein Vater wird das Rezept für dich mitnehmen. Der Arzt reichte meinem Vater ein Blatt, dessen Ausdruck versteinert sich, als er es überfliegt. So viele? Ich nehme das Blatt aus seiner Hand und lese es durch. Mir wird mulmig. Wie soll ich auf all das nur reagieren? Naja, ich meine, du hast jetzt eine Herzkrankheit und musst dich jetzt halt die absurd lange Liste an Medikamenten, die mir ins Gesicht springt, erscheint gar nicht mehr aufhören zu wollen.
scheint gar nicht mehr aufhören zu wollen. Vor meinen Augen zerfließen alle Namen in einem Meer aus Buchstaben. Ja, sehe ich gerade selber. Das ist verrückt. Nebenwirkungen, Beeinträchtigungen, Gegenanzeigen und Dosierungen wurden aufgezählt, Zeile um Zeile, mit gefühlsloser Präzision. Ich versuche, sie alle zu lesen, aber es ist zwecklos. Ich versuche nichts davon. Ich verstehe nichts davon. Schon bei dem Versuch, es zu verstehen, fühle ich mich kränker. Das alles für den Rest meines Lebens? Jeden Tag? Ich befürchte, das ist momentan alles, was wir für dich tun können. Aber es wird immer weiter an neuen Medikamenten geforscht. Ich wäre nicht überrascht, wenn die Liste im Laufe der Jahre kürzer wird. Jahre? Soll mir das etwa Hoffnung machen? Es wäre besser gewesen, er hätte überhaupt nichts gesagt. Zudem habe ich mit deinen Eltern gesprochen und wir glauben, es wäre am besten, wenn du nicht mehr an deine alte Schule zurückkehrst. Was? Bitte, Hisao, beruhig dich. Hör dem Doktor bis zum Ende zu. Mich beruhigen? Er wusste genau, wie ich reagieren würde. Das höre ich an der Art, wie er das sagte. Aber wo soll ich dann hin? Sie müssen einfach sehen, dass mir das nicht gefällt, aber sie ignorieren es. Wir alle wissen, dass deine Schulbildung an erster Stelle steht. Es wäre aber nicht klug, dich ohne weitere ärztliche Aufsicht einfach zu entlassen. Zumindest solange wir nicht wissen, ob deine Medikamente anschlagen. Deswegen habe ich mit deinen Eltern über einen Schulwechsel gesprochen. Die Schule, um die es geht, nennt sich Yamaku Akademie. Sie ist speziell für behinderte Schüler eingerichtet. Behinderte? Was bin ich? Du bist behindert, ja. Du hast eine Herzkrankheit. Aber eigentlich kein Grund. Naja, gut, egal. Wir lassen das mal. Wir sind ja nicht erfreut, ne? Weiß man ja. Rund um die Uhr steht dort Pflegepersonal bereit. Um ein sehr renommiertes Krankenhaus ist nur wenige Fahrminuten entfernt. Der Großteil der Schüler lebt auf dem Schulgelände. Stell dir das einfach als eine Art Internat vor. Es gibt den Schülern einen gewissen Grad an Unabhängigkeit, während für den Fall der Fälle professionelle Hilfe vor Ort ist. Unabhängigkeit? Das ist eine Schule für Behinderte. Was soll die Augenwischerei? Ja, Mann. Wie unabhängig kann ich da schon sein, wenn Pflegepersonal rund um die Uhr und ein Krankenhaus um die Ecke schlagende Argumente sein sollen? Natürlich gehst du nur dorthin, wenn du auch wirklich willst, aber deine Mutter und ich sehen keine andere Möglichkeit. Wir waren vor ein paar Wochen dort. Ich denke, es wird dir gefallen. Es sieht so aus, als ob ich gar keine andere Wahl hätte. Ich werde einfach da reingedrückt, deswegen sind meine Eltern ja auch schick angezogen, ne? Damit ich keine Szene mache. Wenn wir deine Herzerkrankung mit anderen vergleichen, liegt deine Lebenserwartung weitaus höher. Du wirst irgendwann eine Arbeit brauchen und dies ist eine gute Chance, um deine Ausbildung fortzuführen. Das ist keine Chance. Nennen Sie es nicht Chance. Nennen Sie es verdammt nochmal nicht Chance. Jedenfalls, das habe ich übrigens gedacht, ne? Jedenfalls solltest du dich darüber freuen, wieder auf eine Schule gehen zu können. Ich meine, mich zu erinnern, dass du unbedingt wieder zur Schule gehen wolltest. Es ist zwar nicht deine alte, ich wollte auf meine alte Schule, damit ich Iwanako klar machen kann. Punkt. Eine Behindertenschule, das ist eine Beleidigung. Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Es ist ein Rückschritt. Ja. Es ist nicht so, wie du denkst. Die Schüler dort sind sehr aktiv auf ihre eigene Art. Die Schule richtet sich an Schüler, die selbst zurechtkommen und lernen können, aber eben ein wenig Unterstützung brauchen, auf die ein oder andere Weise. Dein Vater hat recht. Viele Absolventen der Yamaku haben später großartige Dinge geleistet. Man muss durch eine Behinderung nicht aufgehalten werden. Einer meiner Kollegen in einem anderen Krankenhaus ging auf die Yamaku. Als ob mich das interessiert. Man muss durch eine Behinderung nicht aufgehalten werden. Doch, natürlich wird man aufgehalten. Das macht doch eine Behinderung erst aus. Ich hasse es. Dass sie etwas derart Wichtiges über meinen Kopf hinweg entschieden haben. Aber was soll ich schon tun? Ein normales Leben kommt für mich sowieso nicht mehr in Frage. Es ist komisch, ich dachte immer, mein Leben wäre irgendwie langweilig, aber jetzt vermisse ich es. Ich will widersprechen, ich will zeigen, dass ich mich nur nicht wehre, weil ich geschockt bin oder erschöpft. Ich könnte einfach irgendetwas rausschreien, etwas, dass ich auf meine alte Schule zurück will, aber nein. Ich sage nichts. Ich weiß, dass es vergeblich wäre. Ich schaue mich im Zimmer um und habe alles so satt. Das Krankenhaus, die Ärzte, meine Krankheit, einfach alles. Nichts hier kann mich aufhalten. Der Krankheit kann ich auch nicht aufhalten. Ich habe keine andere Wahl. Das weiß ich ja auch.
Doch der Gedanke, auf eine Schule für Behinderte zu gehen, wie läuft das da überhaupt ab? Ganz egal, wie sehr ich versuche, es positiv zu sehen. Es ist schwer. Aber ich will es versuchen. Einfach wieder ganz von vorne anfangen. Muss nichts Schlechtes sein. Das ist der einzige Grund, der mich das Ganze ertragen lässt. Immerhin habe ich wieder etwas, auch wenn es nur eine besondere Schule ist, immerhin habe ich wieder etwas in der Hand. Ein neuer Anfang. Mein Leben ist noch nicht vorbei. Es wäre falsch, nicht so zu denken. Ich will wissen, wie mein neues Leben aussehen würde. Könnte. Es ist eher ein könnte. Und ich glaube an dieser Stelle, weil es jetzt ein guter Schritt ist, machen wir auch hier gerade. Ja, auch mein Herz hat eine. Ja, ein Pflaster hat's gekriegt. Lebenserwartungen. Akt 1, Lebenserwartung. Ich wollte hier gerade mal eben auf Pause gehen. Ich kann nicht auf Pause gehen. Ich will aber jetzt auf. Ich werde auf Pause gehen müssen. Danke, auf Pause. Ich hoffe, dieser erste Part und mein ganzes Gebrabbel hat euch gefallen. Das war jetzt erstmal nur alles Hintergrundstory. Meine Kommentare lasse ich irgendwann dazwischen ab. Kennt mich ja. Aber nicht jetzt. Ich sag erstmal auf Wiedersehen und schaltet auch das nächste Mal wieder dabei, wenn euch das hier gefällt. Und natürlich, wenn es heißt, hier spricht Ustra. Also, bis dahin. Ciao.